wunderschönen guten Tag und willkommen bei Schiffe und Kreuzfahrten. Ja, das ist jetzt mal so ein gedankenfrei Video. Und zwar hat mich ein Kollege, der Jens, heute Mittag angeschrieben, ich soll ihm doch unbedingt mal ein Statement dazu geben, wie dreckig Kreuzfahrtschiffe im Vergleich zu Autos sind. Er ist Autoblogger und hat auch so ein bisschen mit der Umweltschutzdiskussion zu tun. Und ja, ich kann euch jetzt wissenschaftlich fundiert nicht so viel erzählen. Es ist aber ja grundsätzlich erstmal so, was mache ich mit einem Auto? Ich nutze mein Auto, um einkaufen zu fahren. Ich nutze mein Auto, um von A nach B zu fahren. Ich nutze mein Auto, um auf die Arbeit zu fahren beispielsweise. Oder einfach um sinnlos durch die Gegend zu fahren. Was mache ich mit einem Kreuzfahrtschiff? Auf einem Kreuzfahrtschiff mache ich Urlaub. Das heißt, in derselben Zeit bin ich nicht zu Hause. Ich benutze mein Auto nicht. Ich benutze kein Strom proaktiv für meinen Haushalt. Ich schalte meine Heizung im Zweifel sogar ab im Winter oder lasse sie runterfahren, dass sie nur noch ein gewisses Maß an Wärme ins Haus leitet, damit die Leitungen nicht kaputt gehen. Also ich fahre im Prinzip die komplette Energieversorgung an Land nach unten, nahezu null. Während das Kreuzfahrtschiff ja für mich die Energie übernimmt, damit ich diese eine Woche oder diese 14 Tage, die ich auf dem Schiff bin, ja, überleben kann, damit ich Klima habe, damit ich Wasser habe, damit ich Warmwasser habe, damit ich Essen habe, damit ich Trinken habe, damit ich Licht habe. So ein Kreuzfahrtschiff fährt ja nicht einfach nur von A nach B. Das Kreuzfahrtschiff ermöglicht einem ein sehr schönes Leben sozusagen an Bord auf See. Es fährt nicht einfach nur von A nach B. Die ganzen Motoren, die da sind, meistens fahren sie mit zwei, die sind dafür da, um das Schiff A natürlich zu bewegen, von Destination zu Destination, aber in erster Linie, um den Strom zu generieren, den der Hotelbetrieb beispielsweise braucht, um die ganzen Restaurants am Leben zu halten, um Strom in die Kabinen zu bringen, um Warmwasser in die Kabinen zu bringen und so weiter. Also es ist nicht einfach runtergebrochen zu sagen, das Schiff verbraucht so viel und dagegen verbraucht jetzt das Auto so viel. Und ja, das haben wir am Telefon auch besprochen. Er hat es am Ende des Tages auch verstanden. Sagt er, ja, Pascal, du hast vollkommen recht. Es geht nicht. Weil man müsste eigentlich hergehen und den kompletten Hotelprozess und alles, was nicht mit dem reinen Transport zu tun hat, rausrechnen. Und das kann man einfach nicht. Man kann nicht sagen, ja, Moment, das gibt es jetzt alles hier nicht mehr so. Und deswegen verbraucht das Schiff so und so viel pro Kopf. Das geht einfach nicht. AIDA sagt, wir haben ein Schiff geschaffen, damit haben wir einen Verbrauch von 3 Litern auf 100 Kilometer pro Kopf. So, aber in dieser Berechnung ist eben auch drin, dass auf diesen 100 Kilometern der Strom produziert wird für die Restaurants, für die öffentlichen Bereiche, für die Kabine, fürs Warmwasser. Es ist nicht die reine Transportleistung, so wie es das Auto tut. Das Auto transportiert mich nur von A nach B. Im Zweifel habe ich was mit dabei, was ich mit transportieren kann mit dem Auto. So, deswegen glaube ich, dass dieser Vergleich unheimlich unfair ist. Also nicht mal davon abgesehen, dass beide Varianten durchaus Dreck machen, was ja definitiv der Fall ist. Beide verbrennen Brennstoffen, beide machen dadurch Dreck, ein Auto genauso wie ein Schiff. Aber warum kommt eigentlich niemand auf die Idee zu sagen, ein fairer Vergleich wäre, wir nehmen ein Frachtschiff und stellen dagegen, wie viel LKWs ich brauche, um die gleiche Menge an Fracht zu bewegen. Und dann könnte man gegenüberstellen, dass der Frachtweg auf dem Seeweg so und so dreckig und böse ist und so dreckig und böse auf der Straße. Um nochmal auf die Kreuzfahrtschiffe im Speziellen zurückzukommen. Also die weltweite kommerzielle Schifffahrt, das sind 100%. Und von diesen 100% sind 1, vielleicht auch 2% Kreuzfahrtschiffe. Das heißt im Umkehrschluss, wenn wir heute sagen, lass uns alle Kreuzfahrtschiffe versenken oder von der Bildfläche verschwinden oder was auch immer, wir werden keinerlei Verbesserung haben bei diesen bösen Schifffahrtsgeschichten, die wir den ganzen Tag in den Medien hören. Wenn die Kreuzfahrtschiffe wechseln, es wird nicht auffallen. In Hamburg zum Beispiel, da sind nicht die Kreuzfahrtschiffe das große im Hafen, sondern die Frachter. Da sind unheimlich viele Frachter. So, und wenn da mal ein Kreuzfahrtschiff dazukommt, dann ist das ein paar Stunden da und dann wieder weg. Dann kommt vielleicht 3 Tage gar kein Schiff mehr rein an Kreuzfahrtschiffen. Aber es sind jeden Tag Dutzende Frachter, Container, wie auch immer man sie nennen möchte, im Hafen. Und da glaube ich einfach, ist es komplett falsch zu sagen, ja, Kreuzfahrtschiffe sind voll böse und die müssen weg.
Ja, lass sie uns doch wegbringen. Wir haben dann aber doch gar nichts erreicht. Also es ist genauso dreckig dann in Hamburg, wie es zuvor auch war, wenn noch ein Schiff mehr gekommen ist. Klar, in Summe haben wir, ich glaube, 180, 190 Anläufe im Jahr. Dann müssen wir aber auch beispielsweise AIDA in Teilen rausrechnen. Wenn Prima oder Perla da ist, bekommt sie einen LKW mit LNG-Anschluss. Das heißt, da werden die Dieselmaschinen ausgeschaltet. Dann wird das mit LNG betrieben. AIDA Sol hängt am Landnetz, sofern das dann auch landseitig funktioniert. Manchmal funktioniert es nicht, da gibt es ein paar Probleme. Das liegt aber nicht an AIDA. AIDA hat gesagt, okay, Landstrom ist eine tolle Sache, wir machen Anschlüsse dafür. Aber ich habe da jetzt verschiedene Sachen gesehen und gehört. Manchmal funktioniert das halt eben nur 2 Stunden. Da kann man aber AIDA nicht den Vorwurf machen, denn sie hängt ja 2 Stunden dran und danach geht's halt nicht mehr. So, also selbst wenn die Kreuzfahrtschiffe nicht mehr da sind, ist der Dreck immer noch da. Und deswegen glaube ich einfach, es ist komplett falsch zu sagen Kreuzfahrtschiffe und Auto. Dann lasst uns doch mal Frachter und LKWs vergleichen. Und es gibt ja auch diverse Lungenärzte und Fraunhofer-Institut und was weiß ich nicht noch alles. Die sagen, Leute, das mit dem Feinstaub, das hat doch mit PKWs auch überhaupt gar nichts zu tun. Denn die Feinstaubwerte, die sind auch ohne Autos so und so hoch, deutlich über den Werten, die jetzt von der Regierung verlangt werden. Das ist ja das Spannende dabei. Und die Leitmedien, die hauen dann jeden Tag irgendeinen anderen Rotz raus. Dann wird der Nabu zitiert, ein Kreuzfahrtschiff macht so viel Dreck wie, was, 5 Millionen Autos. Das sind komplette herbeigelogene Zahlen. Und der Nabu sagte später dann auch, ja, haben wir ein bisschen übertrieben, so, weil es hört sich ja besser an. Und grundsätzlich hackt man ja auch nur auf der Kreuzfahrtindustrie rum, weil wenn sich einer hinstellt und sagt, ja, aber der Frachter, der ist voll dreckig und so, interessiert sich keine Sau dafür. Es ist natürlich viel einfacher rauszugehen, zu sagen, pfui, Cruises und AIDA ist böse und MSC und ach, was die qualmen. Ist natürlich viel einfacher, wie einfach mal zu sehen, dass neben diesem einen Kreuzfahrtschiff 100 Frachter liegen, die weit dreckiger sind. Denn die meisten Kreuzfahrtschiffe, die hier in Europa fahren, die haben Scrubber. Und Reinigungsanlagen, die Neubauten sowieso, viele andere wurden nachgerüstet. AIDA Nova ist jetzt gekommen mit einem kompletten LNG-Antrieb. Es gibt jetzt bis 2026 über 25 LNG-Neubauten. Und ja, die Kreuzfahrtindustrie, die bemüht sich tatsächlich sauberer zu werden, weil sie eben auch im Fokus steht und beschossen wird. Das hilft aber doch noch immer nicht, wenn 400 Kreuzfahrtschiffe sauberer werden und immer noch nur 2% einer großen Masse sind, fällt das doch gar nicht auf. Klar kann die Kreuzfahrt dann nachher sagen, schaut, wir machen was, wir sind sauberer, aber damit wird doch das Kernproblem überhaupt gar nicht gelöst. Ihr habt dann nur nichts mehr zu meckern oder die Leute, die darüber meckern, haben dann einfach nichts mehr zu meckern. Und das ist doch eigentlich das Problem. Warum geht man nicht direkt her und nimmt den großen Kuchen, der eigentlich das Problem ist, und hackt darauf rum. Nee, man geht her und nimmt irgendwas, wo man denkt, ah, guck mal, da hört mir einer eher zu wie bei dem anderen, deswegen mache ich die jetzt schlecht. Das macht keinen Sinn. Also unterm Strich glaube ich einfach, man kann ein Kreuzfahrtschiff mit einem Auto nicht vergleichen. Diesen Frachter-LKW-Vergleich, den fände ich auch sehr spannend. Aber ich glaube, den will dann auch wieder keiner hören, weil die Konsumgesellschaft so, die, ja, die bestellt halt einfach ihren Käse. Und ob das jetzt aus Asien kommt oder nicht, ist denen egal. Und wie das herkommt, ist auch egal. Aber wenn man mal was Geiles erzählen kann, irgendwie, so, boah, aber Kreuzfahrtschiff habe ich gehört, voll böse, da sind sie gleich wieder mit dabei. Vergessen aber, dass ihr komisches iPhone oder ihr anderes Smartphone auf dem Seeweg mit einem Frachter, mit Schweröl, dahergekommen ist nach Deutschland. Das interessiert die dann nicht, das ist dann vollkommen in Ordnung. Und das ist so ein bisschen die Doppelmoral, die finde ich so ein bisschen blöd. Ja, also das waren einfach so meine Gedanken mal zu diesem ganzen Thema. Wir werden uns demnächst einfach mal so einen Experten von irgendeiner Reederei zur Hand nehmen und dann machen wir da mal ein schönes Interview, damit wir da ein bisschen tiefer einsteigen können. Ich bin jetzt auch kein Umweltingenieur oder was auch immer, das sind einfach nur so meine losen Gedanken. Ja, ganz dumm und stupide einfach mal so, wie ich darüber denke. Und mich interessiert es total, wie eure Gedankengänge sind. Schreibt auch gerne mal irgendwelche Fragen, die ihr habt, in die Kommentare. Dann geben wir das mit oder nehmen das mit in dieses Interview. Und ich glaube, da können wir dann ein ganz tolles Interview damit irgendwie gestalten und haben am Ende dann viele Fragen beantwortet, die ich so vielleicht jetzt auch gar nicht beantworten kann oder so gar nicht auf dem Schirm habe. Also, ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.